Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play. Yay, yay, yay. Ich freue mich auch. Ich freue mich wirklich. Nämlich, willkommen zu Mario Galaxy 3. Nee, es war doch damals so, dass es so, ja, es ist Galaxy 3 oder so. Übrigens sieht man das Follower-Goal noch. Fuck. Es war doch damals so, oder? War es das Spiel? Ich glaube, das war das Spiel. Also, weiß ich nicht. Wenn nicht, dann vergiss den das weiter wieder. Egal. Wir spielen das Spiel, weiß ich nicht, nachdem ja in Mario 3D World in Mario Maker 2 ein Theme war. Nee, wie heißt Theme? Keine Ahnung, wie das heißt. Aber vorher fragt, warum ist denn da Rosalina? Ja, Rosalina ist ein Charakter. Ich wusste jetzt nicht, dass sie da reingezeigt wird. Aber ja, die kann man freischalten. Ist denn. Seid ihr halt gespoilert, oh mein Gott. Wer weiß es denn noch nicht? Sag mal ehrlich. Wer weiß es denn noch nicht? So, ich hab Bock, ich hab mega Bock. Eigentlich nicht so. Ja, Hilfe. Ich muss ein bisschen das Mikro anders stellen. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen leise. Das ist irgendwie kein schönes Gefühl. Okay, ich halte mal meine Klappe. So, dann fangen wir einfach mal an. Nochmal, wir spielen. Also, ich würde sagen, wir in den ersten. Das sind 8 Welten, glaube ich. Sind das 8 Welten? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es 8 Welten sind. Werden wir, alles sammeln, 100% machen, aber. Die Special Worlds. Werden wir nicht machen. Könnten wir alle mal. Mach ich nicht. Ich will die nicht machen. Vielleicht. Nee, nein, nein, nee. Ich möchte die nicht machen. Nee. Lasst mich alle in Ruhe. So, ich wusste gar nicht, dass man überhaupt rollen kann. Ist mir letztes Mal so aufgefallen. Denn irgendwie, ich hab Bock auf das Spiel. Ich habe auch Bock auf Mario 3D Land eigentlich. Doch, da ist das so. Es wäre jetzt schwieriger aufzunehmen, also mit dem 3DS. Aber wir werden es nach dem Spiel spielen. Da werden wir die 100% machen. Was? Es sind noch viel mehr Spezialwelten. Ja, aber die sind da nicht so schwer. Sind es, glaube ich, mehr? Das sind ja nochmal 8 Welten nochmal. Aber ja, weil hier. Nee. Mache ich nicht. Zweite Level schon so furchtbar. Na gut, Mama 3D Land soll ja das letzte Level auch beschissen sein. Habe ich aber nie gespielt. Das letzte Level. Ich habe 6 Welten da gemacht. 100% übrigens. Aber dann hat's mich verloren. Weil das vielleicht auch ein bisschen viel ist. Aber das werden wir wahrscheinlich machen. Mal gucken. Was, zum Beispiel ist hier doppelt, also die Level, die Spezialwelten sind doppelt so schwer. Dann muss man hier auch mit allen 5 Charakteren das Spiel durchspielen, um wirklich 100% zu machen.
Doch, ey, was für ein... also... hat da überhaupt gar keinen Sinn. Da muss man zum Beispiel nur mit Luigi einmal machen. Mal ein Beispiel. Das heißt, ja. Aber es sind beide tolle Spiele, muss ich sagen. Übrigens, das ist die Switch-Version. Was? Es gibt ein Videospiel, was nicht auf der, Dings ist, auf der Switch. Ja, was gibt's? Nämlich das. Wieso ist die weg? War ja nicht eine Glocke. Warum ist die weg? Die war doch sonst immer da. Ach ja. Und zwar, ich habe zwar jetzt 4 Let's Plays am Laufen, aber ich werde wahrscheinlich 1 oder 2 oder alle nicht weitermachen. Ah, die Lego-Spiele, das war ein fataler Fehler, die zu machen. Ich hab. Nee. Ich pausiere die einfach und mach sie dann irgendwie. Ich habe jetzt mehr Bock auf so eine Spiele. Auf Jump and Runs. Deshalb, ja, mache ich die vielleicht irgendwann mal weiter. Jo. Hm. Ja, Pokémon weiß ich nicht. Ah, oh, Mann. Was? Mir fehlt einer? Mein Gott, ich bin da nicht runtergegangen, nicht wahr? Oh mein Gott, ich bin so ein Idiot. Ich weiß, wo die ist. Wir können ja mal zufällig machen. Das habe ich aber... Also ich habe welches Spiel... Ich habe tatsächlich jetzt die letzten Zeit mal privat gespielt, weil ich da mega Bock drauf hatte. Habe ich einmal mal gespielt. Und da habe ich natürlich immer nur Mario genommen. Und generell habe ich mit in dem Spiel nur Mario genommen. Also die einzige, also ich würde halt, ich hätte Mario dann nochmal hier Peach nehmen, weil der fliegen kann. Und eigentlich Rosalina ist das ein guter Charakter. Boah, die ist voll toll. Mit der macht es richtig Spaß. Das Spiel zu spielen. Aber ja. So, ja, ich spiele nicht gern Luigi. Du heißt doch so. Ja, ich heiße so, aber. Ich kann mit dir nicht spielen. Aber damit es euch, vielleicht beruhigt es ja euch. Ich mag. Luigi, ganz gerne. Was, die Luigi's Mansion? Hab ich nie richtig gespielt, muss ich zugeben. Ich habe Luigi's Mansion nie richtig gespielt. Ich weiß, es schockiert. Aber nein, bei meinem Namen schockiert das natürlich. Kann euch ja verstehen. Mich würde das nicht schockieren, weil es eigentlich scheißegal ist. Nein, nicht da rein, Lieder. Aber ja. So, dann geht der Part schon. 8 Minuten fürs erste Level. Na gut. Sagen wir 5. Ach ja. Ich freue mich tatsächlich richtig auf den Stil Mario 3D World im Mario Maker 2. Weil dann ist es mir was anderes. Ich fand die anderen ein bisschen langweilig langsam. Oh Gott. Lol, der spielt sich selber. Ich weiß. da freue ich mich richtig drauf, weil es was Besonderes. So, ich freue mich auch. Ich bin gespannt, wie schlechte Level da aussehen sollen. Da bin ich richtig gespannt. Boah. 2,5, die richtig scheiß Level, wo man einfach nur kotzen möchte. Geil. Oh. Wenn ich auch so. Ach nee. Hm. Nee. Scheiße, Rexgumma. Ach ja, hier gibt es auch so einen berühmten Trick, um eine 5 Kronen One-Up zu bekommen. Doch, die werden wir nicht machen. Ich weiß, es enttäuscht jeden einfach. Oh ja. Ich kenne mich aus. Boah, so gut, ich weiß nicht, ob ich mich auskenne. Ich gucke halt viele Sachen, da bekommt man schon halt vieles mit. So, zum Beispiel, dass Mario Bros. 2 gar nicht Mario Bros. 2 ist. Ja, zum Beispiel. Oder was gibt's noch? Mein Gott, bin ich so blöd, da rauszukommen. Was gibt's denn noch?
Ja, Nintendo hat mal früher Karten gemacht. Das ist krass. Ja, ja. So, kam hier nicht mal irgendwie eine goldene Röhre? Ja, hier. Wollte schon sagen. Ich kenne noch mein Mario. Kommt man hier noch mal rein? Wenn es duckt. Ah. Ich habe mich noch überlegt, hier Super Mario Bros. 2 zu machen. Und das werden wir auch machen, wenn ich gerade die goldene Röhre sehe. Aber da habe ich jetzt weniger Bock auf. Also, wenn ich habe es jetzt mal wieder gespielt. Ich habe mir gedacht, ich guck mal, was ist ein geeignetes Let's Play? Und das Spiel, das ist, glaube ich, das war eigentlich das schlechteste. Mario New Super Mario Bros. Sein, aber ich finde das gar nicht. Ich finde, wie langweilig. Ist das eine Meinung, die man vertreten darf? Ich glaube nicht. Ich finde ja den Wii U Teil am besten. Ne, eigentlich finde ich ja Luigi Wii U am besten. Aber, weiß nicht, kann man das zählen? Zählt es einfach mal dazu. Das ist einfach das Beste. Da kann niemand was anderes sagen. Ich mir auch am meisten Spaß. Da drehen wir. Was ist eigentlich für ein Scheiß-Let's Play? Was redet der eigentlich für Off-Topic? Was soll das? Ich möchte hier, dass du erklärst, dass wir gerade diese Gummaturm kaputt gemacht haben. Was soll denn das? Naja. Ich kann ja mal erklären, so zum Beispiel Mario. Der kann einfach alles normal. Also der kann nichts Besonderes. So richtig Luigi. Der kann höher springen, aber schlittert fucking doll. Dann Peach. Die kann fliegen, haben wir schon gesehen. Dann haben wir noch Toad. Der kann schnell rennen. Und zu guter Letzt, naja, Spoilerwarnung. Rosalina. Die kann so ein Wirbel ist das, glaube ich, wie Mario Galaxy. Das kann Rosalina. So, das haben wir alle erklärt. Was können wir weitermachen? Können wir den Chucky hier umbringen? Ist das schon ein Schack? Keine Ahnung. Ist Schacki die Mehrzahl? Ja. Mein Gott, ist das hier fucking warm drin. Zwar draußen muss ich sagen, es ist wärmer als hier drin. Aber so gerade toll ist es nicht. Ich kann kein Fenster aufmachen. Weil ein bisschen Wind ist draußen. Das würde schon ein bisschen helfen. Obwohl, na gut, man soll ja gar keine Fenster aufmachen. Dann kommt ja die ganze Wärme rein. Ja. Egal, würde ich sagen. So. Ah, ich muss gleich niesen. So, war hier hinten was? War doch hinten noch was? Nee, das war ein anderes Level. Hä? Und das habe ich nicht zufällig gemacht. Na gut. Gehen wir weiter mit Toad, aber hier war da bestimmt was. Hä? Natürlich war da was. Wissen, ich kenne das Spiel. Es ist gar nicht so lange her, dass ich das mal durchgespielt habe. Zu 100%. Also was, na, die ersten. Also das normale Spiel. Ohne die Special Wörter zu 100% durchgespielt habe. Ist gar nicht so lange her, deswegen weiß ich vielleicht noch ein bisschen. Das kann sein. Muss aber nicht. Keine Ahnung, aber ich kenne auch nur die erste Welt noch ein bisschen. Als ich das Spiel zum Beispiel zum ersten Mal gespielt habe, bin ich in der zweiten Welt fucking oft gestorben. Glaubt man gar nicht. Das war, weiß ich nicht. Das war irgendwie... Dann habe ich natürlich 100% gelassen, weil es mir keinen Spaß gemacht hat. Aber dann kam natürlich das Schlimme. Ich brauchte natürlich eine bestimmte Anzahl an Sternen für Bowser. Das ist nicht recht wenig gewesen. Das ist nicht recht wenig gewesen. Und ich war am Anfang war ich im Spiel so schlecht. So richtig schlecht. Ich habe halt auch nicht hinbekommen, Sterne zu sammeln. Aber ja, dann habe ich es mir gedacht, Alter, jetzt 100%.
Gib ihn, Bruder. Ja, hat Spaß gemacht. Ich bin, glaube ich, leiser, aber ich weiß nicht. Vielleicht ist der Ton einfach scheiße, aber das ist dann halt so. Ne? Gute Videos sind von mir. Das wird er nicht erwartet. Ich habe ja gestern, also, ich werde das Video wahrscheinlich heute hochladen, also für euch wahrscheinlich auch gestern. Mal gucken. Aber wir haben Best of von Let's Play hochgeladen. Das ist natürlich super angekommen. Ein Daumen runter direkt. Fand ich gut. Fand ich mega. Aber ja, ich habe überlegt, like ich das jetzt selber, damit es nicht so scheiße aussieht. Aber natürlich, ja, es sieht schneller. Ich finde es ja, dass es scheiße aussieht, wenn ein Daumen runter, ein Daumen hoch. Weil also ich würde denken, das ist doch derselbe. Das ist von ihm selber. Und von der das Video gemacht hat. Also meistens ist es auch. Aber ja, hab's im Endeffekt ja nicht gemacht. Aber ein kleiner Trost war. Nee, kein Trost. Ah, ist egal. So, liebe Freunde, 16 Minuten. Ist eine Minute über so ein Durchschnittspaar. Nee, ein Durchschnittspaar sind 20 Minuten. Das ist ein bisschen. Aber ja, Leute. Das hat Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß. Aber ich wollte noch streamen. Deshalb werden wir im nächsten Part weitermachen. Na, wie läuft's bisher? Coole Anleitung. Freut mich. Gut, also ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hab euch alle ganz, ganz toll lieb. Und ja, Wiedersehen.